Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Dissidia Final Fantasy in der Sammler-Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dissidia Final Fantasy in der limitierten Sammler-Edition. Das Ganze aus dem Jahr 2009. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, Sammler-Edition oder auch, wie es geläufig ist, Collector's Edition. Zum Spiel Dissidia Final Fantasy. Final Fantasy, das kennen ja vermutlich die meisten so als Rollenspiel. Allerdings gab es dann eine Auskopplung und zwar, die nennt sich Dissidia und das ist eher ein Kampfspiel. Ja, wir haben hier die Charaktere aus dem Final Fantasy Universum, die hier gegeneinander in den Ring steigen. Das Ganze erschienen für die PSP, ab 12 Jahren freigegeben. Square Enix, das ist das Entwicklerstudio. Limitierte Sammler-Edition lesen wir unten. Und auf der Seite PSP, Dissidia Final Fantasy. Ansonsten rundum hier in weiß. Und auf der Rückseite sehen wir schon, was Sache ist. Also links und rechts hier, die sich gegenüberstehen, böse gegen gut. Wofür kämpfst du? Die legendären Charaktere von Final Fantasy kommen in einem atemberaubenden Kampfspiel zusammen. Wenn die Göttin Kosmos den bösen Gott Chaos bekämpft, auf welcher Seite wirst du stehen? Dann haben wir hier so drei Fotos, was uns im Spiel erwartet. Und dann lesen wir hier noch, Bonusinhalt enthält Spielsoundtrack Mini-CD mit vom Komponisten persönlich ausgewählten Tracks, 48-seitiges Hardcover-Artbook The Art of Dissidia Final Fantasy, offizieller vollfarbiger Brady Games Miniguide mit Hinweisen, Tipps und Anweisungen auf 32 Seiten, zwei exklusive Lithografie-Drucke mit selbst in Japan unveröffentlichtem Bildmaterial. Okay, also all das erwartet uns hier. Dann die Infos und technischen Details, Barcode und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, aufklappen lässt sich das Ganze hier. Ist eine recht kompakte Box. So, wir haben hier einmal den Soundtrack auf Mini-CD. Dann haben wir natürlich das Spiel an sich. Dann haben wir hier diesen Guide, den Mini-Guide. Die beiden Lithografien, also so Kunstdrucke. Und dann haben wir hier noch das Artbook, also The Art of Dissidia. So, die Box ist leer, von innen weiß, packen wir zur Seite. Und dann starten wir natürlich wie immer direkt mit dem Spiel. Der Rest kommt noch zur Seite. So, los geht's. Das ist das Spiel in einem klassischen PSP-Cover. USK 12, der ist hier wirklich riesengroß, der Hinweis. So, auf der Seite beschriftet, auf der Rückseite nochmal das, was wir eh schon kennen vom Boxdeckel oder von der Boxrückseite in dem Fall. In diesem Fall lesen wir hier auch Bundle-Version, nicht zum Einzelverkauf. So, das ist es, das Spiel. Auf der linken Seite haben wir hier noch so ein Booklet, das echt umfangreich ist. So, Infos, dann geht's hier los, was erwartet uns hier? Also das ist der Inhalt, all das gibt es hier in diesem kleinen Heftchen. Ja, erspare ich uns jetzt mal im Detail. Ich meine, es wird natürlich einerseits beschrieben, was uns hier erwartet, die Charaktere, aber natürlich auch jede Menge Infos zum Spiel, also Steuerung, Tipps und Tricks, all das hier drin. Das Spiel kommt dann in so einer kleinen, sehr ungewöhnlichen Art und Weise, also das sind so die PSP-Spiele gewesen. Glaube ich, mittlerweile recht ausgestorben, also ich sehe kaum noch oder ehrlich gesagt gar keine Leute mehr, die PSP spielen. Dann eher noch irgendwie Nintendo Switch oder vielleicht wieder Game Boy, aber PSP ist in meinen Augen eigentlich ziemlich ausgestorben mittlerweile. Ja, das waren auf jeden Fall die Spiele damals. So, so viel zum Spiel an sich. Dann haben wir diese Mini-CD hier, die kommt auch in einem, ja, sehr kleinen Case, also in so einer Papphülle in dem Fall. Original Sound Selection, dann haben wir hier die verschiedenen Charaktere auf der Rückseite auch nochmal. Und hier drin befindet sich dann eine sehr, sehr kleine CD. Die sieht so aus, also ist auch hier wieder in diesem Artwork,
vom Spiel. Und damit nicht genug, wir haben auch hier noch so einen kleinen Einleger. Auch hier wieder mit den beiden Seiten, die sich hier gegenüberstehen. Und in der Mitte gibt es dann noch die Tracklist. Obwohl sie so klein ist, haben wir hier tatsächlich 6 Nummern mit drauf. Und eine kleine Widmung, genau, die ist hier auf Englisch. So, dann packen wir sowohl diese Mini-CD als auch dieses kleine Beilegzettelchen hier wieder mit rein. So viel zum Soundtrack. Dann haben wir hier 2 Kunstdrucke mit dabei. Die kommen hier noch mit so einer Banderole veredelt. Die ist hier in Weiß. Und dann haben wir hier 2 Kunstdrucke der beiden Seiten, also quasi gut und böse. Einmal hier im Querformat, die dunkle Seite, dann einmal die helle Seite. So sieht das aus. Also zweimal im Querformat mit weißem Rahmen und die Rückseite ist ebenfalls komplett weiß. So, dann schauen wir mal kurz, ob wir das hier wieder so schön reinbekommen in diese Banderole. Eventuell müssen wir es hier kurz knicken oder abdrücken. Ja, ist gar nicht so einfach. Aber jetzt, jawohl, ist es uns gelungen. Weiter geht's. Wir haben hier diesen Mini-Guide. DC Dear Final Fantasy Brady Games Mini Guide. Was legen Sie hier? Take Your Game Further. Also, das ist so ja, eine Anleitung mit Tipps und Tricks zum Spiel, was wir hier noch zusätzlich rausholen können oder wie wir uns verbessern können. Nachdem das jetzt ein eher dünnes Heftchen ist, werde ich das mal hier im Schnelldurchlauf durchblättern. Also ihr seht, uns wird hier einiges gezeigt. Sowohl natürlich vom Spiel, irgendwelche Bilder, aber natürlich auch jede Menge Text, wo einfach beschrieben wird, was zu beachten ist, wie man vielleicht erfolgreicher spielt und. Ja, so viel dazu. Also, Mini-Guide. Und als letztes haben wir dann hier noch ein Artbook, The Art of Dissidia. Das ist auch recht dünn. Kommt hier in einem Hardcover. Hier haben wir auch wieder die Seite komplett mit Charakteren besetzt. Wahrscheinlich auf der letzten Seite dann. Moment, genau. Hier dann das Gegenstück. Also wenn man es so sieht, sieht auf jeden Fall mächtig aus. So, und dann werden hier die einzelnen Charaktere vorgestellt. Genau. Werden wir das auch kurz durchblättern. Machen auf jeden Fall was her. Also die sind schon eine Erscheinung, diese Charaktere. Und natürlich, wie man es kennt von solchen Spielen, wird auch mit nackter Haut nicht gegeizt. Speziell bei den weiblichen Charakteren. Das ist ja generell bei diesen Asia-Spielen immer sehr, sehr verbreitet. So, mächtige Rüstungen, Waffen, bunte Outfits, Schwerter, die größer sind als der Träger selbst. Alles ist dabei. Also das Artbook beschränkt sich hier scheinbar wirklich komplett auf die Charaktere. Normalerweise sind ja Artbooks dann auch irgendwie mit irgendwelchen Skizzenentwürfen zu Equipment, zu Waffen, zu Umwelt und so weiter. Aber hier das Artbook wirklich komplett auf die Charaktere beschränkt. So, das zum Abschluss. Und das war's soweit. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Artbook hier. Dann haben wir diesen Mini-Guide, den Game-Guide. Lithografien, also Kunstdrucke, zweimal, beide im Querformat. Dann die Sound-Selection hier auf dieser Mini-CD in der Papphülle. Und natürlich das Spiel an sich, Dissidia Final Fantasy für die PSP. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Dissidia Final Fantasy in der limitierten Sammleredition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr das Ganze unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.